Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Montag und ich bin auch wieder am Start. Das Thema der Woche ist, ja, ich bin ein Gamer oder Zocken, was auch immer ihr wollt. Ja, dazu kann ich leider nicht ganz so viel sagen, weil ich überhaupt nichts zocke, eigentlich. Also ich habe mir letztes Jahr eine PlayStation 4 gekauft, weil ich unbedingt die PlayStation haben wollte. Ich hatte vorher die PlayStation 3, da habe ich auch ziemlich viel mitgespielt. Aber ich bin jetzt in der letzten Zeit einfach ein bisschen älter geworden, oder ich bin über die Jahre älter geworden. Und ja, mittlerweile habe ich einfach das Interesse daran verloren zu zocken. Wenn ich noch irgendwas spiele, dann ist es GTA. Aber sonst eigentlich gar nichts. Ich habe auch noch eine Wii hier rumstehen, die wollte ich eine Zeit lang mal verkaufen, aber die will keiner mehr haben, weil die einfach schon zu alt ist und ja, die werde ich nicht mehr los. Ja, PlayStation halt spiele ich ab und zu mal mit, aber ganz, ganz selten. Also wenn ich überhaupt nichts anderes machen kann, wenn draußen schlechtes Wetter ist und ich vielleicht noch verletzt bin, dann ja, spiele ich vielleicht mal, aber es ist mir auch einfach zu langweilig nach einer Zeit. Und ich finde, das ist auch einfach, ja, verlorene Zeit dann. Ich finde, jede Zeit, die man irgendwie am PC, am Computer oder Fernseher verbringt, ist irgendwie verlorene Zeit, in der man viele Sachen hätte machen können, die einfach qualitativ hochwertiger sind oder wichtiger sind, wie zum Beispiel Freunde treffen oder, ja, weiß nicht, gibt irgendwie wichtigere Sachen für mich als zocken. Und ja, deswegen kann ich da leider nicht so viel sagen. Ja, ich habe jetzt auch, also ich kenne viele Freunde von mir, die das gerne machen. Die haben auch extra so einen Gamer-PC und da gucke ich auch gerne mal zu, aber selbst spiele ich überhaupt nichts mehr. Ja, das war's von mir diese Woche. Leider nicht so viel, weil das nicht so mein Thema ist, aber die anderen Jungs werden euch da bestimmt ziemlich viel zu erzählen können oder mehr erzählen können, weil die wahrscheinlich ein bisschen mehr irgendwie da in dem Bereich unterwegs sind. Und ja, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder und bis dahin, ciao.